Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 3 Deluxe. Tag 22 beginnt und wir machen mit der Story weiter, denn wir haben ja alle Früchte zusammen. Jo, auf zum Turm der Einsamkeit. Dieses Signal, ob das von Captain Olimar kommt? Wenn wir Louis glauben können, muss es von ihm sein. Ja. Wir dürfen jetzt nicht zögern. Abmarsch! Alter Schwede, was ist das denn für ein Gebiet? Vor allen Dingen voll die gruselige Musik im Hintergrund. Wow. Es schaut so ein bisschen aus wie so ein Ameisenhügel. Naja, holen wir mal Pikmin. Ich nehme jetzt einfach mal 20 von jeder Sorte. Und dann schauen wir mal. Das da unten sieht nach Battle Arena aus. Ja, wobei... Oh, sie singen! Endlich singen sie mal. Das ist ja goldig. Ja, wobei hier unten anscheinend irgendwie nichts... passiert. Kommt man vielleicht erst später hin? Ist natürlich eine Möglichkeit. Ja, dann gehen wir erstmal nach oben. Also ich glaube, man soll auch nach oben. Ja, ja, ja. Da haben wir auch so einen Logbucheintrag. Schätze ich jedenfalls mal. Logbuch 7. An der Spitze eines hohen Turms entdeckte ich ein golden schimmerndes Objekt. Es handelt sich zweifellos um einen wertvollen Schatz. Morgen sollte ich das untersuchen, auch wenn es mir Sorgen macht, dass der aus irgendeinem Grund recht stille Louis partout nicht dorthin zu wollen scheint. Captain Olimar. Louis hatte also dunkle Vorahnungen. Sehr, sehr interessant. Was? Ist das Captain Olimar? Wie schrecklich! Diese goldene Lebensform hat irgendetwas mit ihm vor. Oh nein! Wir müssen ihn schnell retten! Alter Schwede, was ist das denn für ein Viech? Hä? Oh nein! Oh nein, Olimar! Der Blob ist zurück! Was ist das denn für ein Viech? Ja, einfach angreifen erstmal, ne? Es wirkt! Zum Glück! Es geht ihm gut! Oh, Olimar! Den können wir abtransportieren? Ja! Machen wir auch direkt? Die Pikmin! Anders als sonst scheinen sie den Weg nicht recht zu kennen. Dann sollte sie jemand von uns führen. Ich werde die Pikmin zurück zu Drake bringen. Also dann, ich und... Der Captain und ich suchen den Überlichtschlüssel und stoßen dann zu ihnen. Also, los geht's! Olimar retten 1. Zeige den Pikmin, die Olimar tragen den Weg. Olimar retten 2. Anführer übernehmen in dieser Reihenfolge das Kommando über Pikmin. Brittany, Charlie, Alf. Ah, wir sind jetzt also in 2 Gruppen aufgeteilt. Gut zu wissen. Kann ich zu ihr wechseln? Nein. Warum auch immer. Was ist das denn? Gehört das zu der Kreatur von eben? Oh, ich glaube, das ist ein und dieselbe Kreatur. Was? Aber sie wirkt völlig unversehrt. Captain, wir müssen hier weg. Rückzug. Ich mache mir Sorgen um Brittany. Mysteriöse Lebensform 1. Ist die Lebensform durchsichtig, ist sie unbesiegbar. Eingesaugte Pikmin kannst du mit der Pfeife retten. Aha. Jetzt werden wir die ganze Zeit verfolgt, oder was?
Aber beziehungsweise das Viech will doch mit Sicherheit zu Olima, ne? Kann das sein? Ah, deswegen hat man wahrscheinlich auch zwei Gruppen. Ah, ja, 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 ja. Okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall flüchten. Mysteriöse Lebensform 2. Greife sie erst an, wenn sie sich golden gefärbt hat. Okay. Gucken wir mal auf die Karte. Ja, in Ordnung. Also der Gag ist jetzt vermutlich wirklich, dass man jetzt hier flüchten muss. Aber da ich ein ganz normales Zeitlimit habe, also einen ganz normalen Tag quasi, schätze ich mal, ich muss jetzt nicht heute flüchten. Wahrscheinlich muss man sich irgendwie den Weg so ein bisschen frei bauen. Und dann in einem Schlag raus, würde ich jetzt einfach mal so raten. Ach, schauen wir einfach mal. Wir probieren einfach mal ein bisschen rum. So, oh, da haben wir Gegner. Gut, dass ich so viel von dem Ultra-Motiviert-Zeug noch dabei habe. Das Gute ist, man sieht auch den Block die ganze Zeit auf der Karte. Also, wir haben da definitiv den Überblick. Okay, komm mal her. Ey, oh nein, er hat einen gegessen. Oh nein, ein Pikmin ist schon weg. Okay. Oh nein, ein Pikmin schon verloren. Das kann doch gar nicht wahr sein. So. Olima ist in Gefahr. Was? Ist der Blob schon so nah? Oh, Alter Schwede, wie schnell ist der denn bitte? Wie soll ich denn die ganze Zeit vor dem flüchten? Ah, Moment. Oder kann ich hier... Ah, ich kann im Kreis laufen. Alles gut, Leute. Alles gut. Okay, gehen wir hier erstmal weiter. Oh, da können wir was kaputt machen. Vielleicht benutze ich mit ihr... Vielleicht benutze ich mit ihr auch diese automatische Lauffunktion, ne? Das macht eigentlich Sinn. Da muss ich mich nicht ganz so sehr um sie kümmern. Oh! Okay, okay, okay. Was haben wir denn hier? Logbuch 6. Heute Nacht hatte ich einen schrecklichen Traum. Ich träumte, ich wäre von einheimischen Kreaturen besiegt worden und die Pikmin trugen mich zu ihrer Zwiebel. Ich hatte immer angenommen, wir wären Freunde geworden, doch vielleicht mache ich mir da Illusionen. Captain Olima. Oh Gott. Okay. Wie sieht's hier aus? Oh, es ist schon ein bisschen stressig, tatsächlich. Aber ich werde jetzt erstmal die ganze Zeit hier im Kreis laufen. Doch super chillig. Dann kann ich mich mit den anderen halt so ein bisschen umschauen. Oh, Felsbomben. Eine einzige nur. Ach so, oh, jetzt habe ich sie da weggezogen. Na? Oh, und noch eine. Das waren jetzt aber alle. Okay, okay, okay. Also bis hierhin ist der Weg frei. Ich könnte jetzt theoretisch auch... Ja, ich könnte jetzt theoretisch auch mit ihr weitergehen. Aber ich glaube, das mache ich nicht. So, was haben wir denn hier? Ja, das könnte nützlich sein. Machen wir erstmal die Feuerviecher platt. Die kann man hier auch nicht wegtragen. Also die despawnen tatsächlich, interessanterweise. Da haben wir Brückenteile. Also irgendwo ist hier offensichtlich eine Brücke. Oh, Olima ist in Gefahr. Oh, 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 oh. Thank you.
alle wieder beisammen. Zurück zu ihr. Oh Mann, ist das hektisch hier. Alter Schwede. Ja. Ja, man wird aber immer darauf hingewiesen, wenn er in Gefahr ist, möglicherweise. Ah, reicht das noch? Okay. Gut, 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 gut. Brückenteile, Brückenteile, Brückenteile. Was mache ich denn jetzt damit? Ah, da vorne ist eine Brücke. Ja, vielleicht. Brauche ich die Teile da? Das sieht gut aus. Ah, es reicht aber noch nicht, um nach oben zu kommen. Ah, wo sind denn hier noch mehr Brückenteile? Ah, Moment, da ist noch eine Mauer, die ich einreißen kann. Die Felsbomben werde ich mir jetzt übrigens einfach mal aufsparen. Gibt sicher noch sinnvollere Einsatzmöglichkeiten. Oh, schon wieder andere Gegnertypen. Es ist auch so ein bisschen Best-of der Gegner. Okay, zurück zu ihr. Es ist wirklich total hektisch. Mann, 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 Mann. So, Gegner kloppen. Und hier können wir wahrscheinlich Brückenteile ausgraben. Kann das sein? Oder noch mehr Felsbomben, hätte ich auch kein Problem mit. Ja, gehen wir noch ein paar Schritte nach vorne. So, und nun? Ah, mehr Felsbomben. Ich hoffe, die werden noch irgendeinen Zweck erfüllen, die Dinger. Aber gehe ich mal stark von aus. So, Ulima ist schon wieder in Gefahr. Mann, Mann, Mann. Ah, das Viech da oben soll mal ruhig überleben. Das ist mir eigentlich wurscht. Was kann man denn als nächstes? Oh! Werden wir einfach so angegriffen? Sind hier noch mehr Maden? Boah, schon wieder ein Pikmin gestorben. Mann, es ist aber auch schwierig, hier den Überblick zu behalten. Oh, ich muss die ganze Zeit weiterlaufen. Okay, okay. Zwei Pikmin gestorben. Alles gut. Offensichtlich sind hier noch Maden. Hauptsächlich sind, glaube ich, Gelbe gestorben. Das Problem ist übrigens, wenn ich zu weit gehe, wirklich, dass ich glaube halt, dass er sich umdreht. Also ich muss hier auch wirklich vorsichtig sein. Ja toll, jetzt habe ich die Brücke hier übersprungen oder umgangen. Das bringt mir doch jetzt auch nichts. Hm. Wo führt das hier hin? Ah, das führt zum Anfang. Ah, da kann ich wahrscheinlich eine Abkürzung freischalten. Kann das sein? Das sieht sehr nach Abkürzung aus. So. Eine Abkürzung, tatsächlich. Wenn sich diese Wand einreißen ließe, würde sich die Zeit, die man bräuchte, aus diesem Irrgarten zu entkommen, enorm verkürzen. Wenn es jedoch nur ein paar Steinbomben gäbe. Hab ich doch! Ich hab vorgesorgt. Und, Abkürzung freigeschaltet. Oh, nice. Das ist sehr, sehr gut. Dann gehen wir hier wieder einen Schritt weiter. Zum Glück reifen mich die Schmetterlinge nicht an.
Also bis jetzt nur zwei Pikmin verloren, ist glaube ich auch ganz gut. Logbuch 9. Diese Kreatur muss etwas an mir finden. Ich bin wohl nicht in Gefahr, doch sie lässt mich auch nicht gehen. Mit Hunden bin ich schon immer gut ausgekommen, doch eine Kreatur, die wie ein Schatz aus flüssigem Gold aussieht. Ah, ich bin müde. Mein Anzug versetzt mich wieder in Schlaf. Captain Olimar. Also die Kreatur scheint ihn halt wirklich nicht umzubringen. Das ist schon mal gut zu wissen. Es ist so dunkel. Etwas Licht wäre gut. Der Weg des Lichts. An einem dunklen Ort entdeckte ich eine Blume, die mir bekannt vorkam. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ist dies eine Lumino-Blume, die ihre Blüten öffnet, sobald sie Licht ausgesetzt wird. Das würde bedeuten, dass es eventuell in der Nähe eine starke Lichtquelle gibt. Okay, also Lichtquelle suchen. Ah. Vor allen Dingen erstmal ein bisschen orientieren. Also da ist noch eine Brücke. Ich schätze mal, hier ist der Höhlenausgang. Kann das sein? Das heißt, ich muss hier hoch, dann mit der Brücke rüber, dann hier über diese Pflanzen drüber. Ja, erkunden wir erstmal ein bisschen. Wir brauchen auf jeden Fall Brückenteile ohne Ende. Oh, schau mal. Ah, sehr schön. Gut, wenigstens haben wir ein bisschen Licht. So, wo sind hier Brückenteile? Und ich muss vor allen Dingen noch mal irgendwo so eine Leuchtquelle finden. Wassergebiet, Pilze, ja. Ja, wobei, ist jetzt nicht so stressig hier. Kümmern wir uns um Olimar. Ja, mach ich doch. Boah. Hier gibt es doch sicher irgendwo Gegner. Kann mir nicht vorstellen, dass man hier einfach so durchspazieren darf. Wie sieht's hier aus? An der Front? Ja. Ich würde sagen, wenn ich unten alles erledigt habe, dann beende ich aber auch den Tag. Und dann gehen wir morgen hier weiter. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass auch alles gespeichert bleibt und so. Anders könnte ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Wo sind denn meine Pikmin? Hallöchen. Haben sie die Brücke schon komplett gebaut? Nein, nur teilweise. Oh, alter Schwede, wie ist der denn so schnell hierher gekommen? So. 93, die restlichen 5 sind ja bei ihr. Was haben wir denn hier? Es ist wirklich schön, dass es hier nicht so viele Gegner gibt. Ah, die restlichen Brückenteile. Okay. Sehr schön, da laufen sie. Ich muss ein bisschen auf sie aufpassen wahrscheinlich. Ah, nee. Okay, die können da auch lang. Ich glaube, das war's sogar schon. Jo, die Brücke ist fertig. Gut. Oder soll ich sie jetzt nachschicken? Nein. Wir laufen weiter im Kreis. Da, Strom. Gut, dass ich noch genug gelbe Pikmin habe. Sehr schön.
Sie ist angekommen. Und jetzt? Gute Frage. Ach, jetzt muss ich mich hier nochmal aufteilen. Das heißt, du musst darüber. Dann schaue ich erstmal, was ich hier für Pikmin brauche. Ah, hier brauche ich wieder gelbe. Logbuch 8. Wie viel Zeit mag vergangen sein? Ich kann noch immer kaum klar denken. Ein goldenes Lebewesen verfolgt mich. Ich habe keine Pikmin mehr. Ah, die Müdigkeit nimmt zu. Mein Anzug versetzt mich wohl wieder in Schlaf. So. Wie sieht's hier aus? Ja, noch einen Schritt weiter. Und hier haben wir jetzt den Weg frei. Wundervoll. So, dann regroupen wir mal. Und jetzt ist die Frage, was haben wir denn hier jetzt noch zu tun? Ah, okay, Fluggegner. Beziehungsweise nicht Fluggegner, sondern eine Spinne. Eine Spinne ist jetzt nicht unbedingt ein Fluggegner. Also ich meinte, ich brauche hier Flugpikmin für den Gegner. So. Oh, 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 das war knapp. Alter Schwede. Wenn man einen Moment zu lange wartet, echt? Oh! An meine Familie. Ich muss Hokotate geschäftlich so oft verlassen, dass ich kaum Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Ich hoffe, meine Frau und meine Kinder fühlen sich ohne mich nicht einsam. Wenn diese Mission vorüber ist, sollten wir alle gemeinsam Urlaub machen. Ich kann es kaum erwarten. So, ist bei ihr oben alles chillig? Ja, Situation hat sich wieder ein bisschen entspannt. Der Tag neigt sich aber auch langsam dem Ende zu. Das heißt, meine Pikmin müssen sich so ein bisschen beeilen hier unten. Bin am Ziel. Ja. Ja, gut, dass ich alle Pikmin-Arten mitgenommen habe. Aha. Ach so, ah, das dient als Brücke, oder was? Nice. Oh! Oh, Stress, 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 Stress. Wo muss ich lang? Ah, oder ist es auch eine Abkürzung? Ah, das ist auch eine Abkürzung, glaube ich, ne? Hier lang, hier lang, hier lang. Genau. Gucken wir mal, ob die Höhle noch weitergeht. Oder ob es das jetzt war. Angekommen. Endlich wieder Tageslicht. Oh, hier ist man tatsächlich draußen schon. Das heißt, wir können eigentlich mal versuchen, mit ihr sogar noch die Höhle zu verlassen. Sie nimmt auch automatisch die kürzeste Route. Könnte sogar noch hinhauen. Alter Schwede. Aber es ist schon schwierig. Also ich hätte mir jetzt natürlich das Freischalten der Abkürzung vorne sparen können. Aber das sollte möglich sein. In dem Zeitlimit. Ist schon eine interessante Geschichte. Also es ist natürlich kein klassischer Bosskampf. Beziehungsweise kann sein, dass man den Blob vielleicht auch noch zur Rede stellen muss. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Was heißt zur Rede stellen? Dass man den noch verkloppen muss? So, ein bisschen Beeilung, mein Kleiner. Oder greift mich das Viech jetzt hier an? Nee, ne? Hab's noch leben lassen? Nee, 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 das greift mich nicht an. Beeilung, ja, ich weiß! Ich beeil mich doch. Ah,
es könnte trotzdem zu knapp sein. Vielleicht hätte ich ein bisschen vorher schon loslaufen müssen. Wir probieren es trotzdem mal. Ach, man landet hier in dieser Arena. Ja, und hier muss man wahrscheinlich dann gegen den kämpfen. Ja, oder, es könnte wirklich ganz knapp noch hinhauen. Ist ansonsten aber auch nicht so schlimm, dann laufen wir halt morgen den Weg nochmal. Dann hätte sich das mit den Abkürzungen ja doch noch gelohnt. So, stehen hier sonst noch irgendwelche Pikmin rum? Nö, ne? Nee, meine Pikmin haben mich die ganze Zeit begleitet. Kommt, meine Kleinen, beeilt euch mal ein bisschen. Da oben sind sie die ganze Zeit nur im Kreis rumgelaufen. Die sind wahrscheinlich ein bisschen deppert in der Birne schon. So. Boah, wie schnell der Block plötzlich ist. Hätte doch sonst immer ein bisschen länger gebraucht. Vielleicht doch nicht so schlecht, diese Abkürzung hier zu haben. Vorhin dachte ich noch, sie wäre etwas unwichtiger. Und komm schon! Raus aus der Höhle! Boah, ist das knapp! Ist das eine knappe Geschichte! Hätte ich mal 10 da drauf gejagt, fällt mir gerade mal so ein. Wäre vielleicht klüger gewesen, ne? Er ist draußen! Hey! Olima! Holy moly! Aber liebe Leute, auch wenn es sehr, sehr spannend ist, an dieser Stelle beenden wir einfach mal den Tag. Ich denke mal, man kann hier morgen weitermachen. Mann, was für eine extreme Flucht. Aus diesem Ameisenhügel raus. Aber ich habe nur 2 Pikmin verloren. Das ist immer noch eine sehr, sehr gute Zahl, glaube ich. Es sieht so aus, als hätten wir alle verfügbaren Nahrungsquellen erschlossen. Jetzt können wir unsere Vorräte nicht weiter aufstocken. Wir brauchen den Überlichtschlüssel. Holy moly, was für ein Part. Sehr schön. Wir sind noch ganz gut versorgt. Und so endet Tag 22. Ein spannender Tag. 2 Pikmin verloren heute, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es ein bisschen hektisch war. Tag 22. Die rätselhafte Lebensform, die Olima verschlang, nahm eine humanoide Form von gigantischem Ausmaßen an. Jetzt bleibt uns nur noch eines. Wir müssen auf unsere Erfahrung vertrauen, all unser Wissen und all unsere Fertigkeiten einsetzen und diese Kreatur besiegen. Retten wir Olima. Gezeichnet Alf. Ja, und liebe Leute, an dieser Stelle beende ich den Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis zum packenden Finale. Also, macht's gut, euer Huxel. Ciao.